So, meine sehr geehrten Freunde. Ja, liebe Leute, wir spielen heute mal wieder Lounge Simulator. Und heute haben wir was ganz... Ja, wir haben mal was überlegt. Und zwar ändern wir unsere Strategie jetzt komplett. Alles wird auf den Kopf gestellt, sage ich euch. Und zwar... Ich habe mir das einmal klar durchgerechnet. Könnte sich ausgehen, könnte sich vielleicht auch nicht ausgehen. Ja, ich bin nicht so gut im Rechnen. Ich glaube, es geht ganz knapp aus, kann auch sein. Also ich habe es nicht ganz vollendet, sage ich jetzt mal. Also ich habe da so quasi einen Test, so ein kleiner Test durchgeführt. Und zwar, ja, sage ich dir nachher. Auf jeden Fall fange ich da, oh, jetzt fahre ich gleich da vorbei. Auf jeden Fall fange ich einfach mal an. Ihr werdet dann schon sehen, was ich denn da vorhab. Das Körnermais ist leer. Der Raps. Jetzt schauen wir aber gerade noch, ob gute Preise sind. Okay, Raps ist eh gerade gut. Die Frage ist, wo kriegen wir am meisten für den Raps? Ja, ich glaube, wir können uns da in Getreidespeicher reinhauen. Der Getreidespeicher. Ich glaube eh das. Das Ding da oben. Da haben wir eh mehr Raps. Ja, ich denke mal, das geht sich aus. Ja, ich sage mal ganz grob, was ich vorhab. Also, wir werden jetzt den ganzen Silo, die Silos, was wir da am Bauernhof haben, leeren und das ganze Zeug verkaufen. Dann. Also nicht dann, sondern dann. Ups. Werden wir die ganzen Maschinen verkaufen. Und dann, liebe Leute, dann kaufen wir unsere Sämaschine, wo einerseits Grubern und Säen in einem Durchgang kann. Oder halt in einem Arbeitsschritt macht. Erstens ist die mal ein bisschen breiter und zweitens erspart uns das sehr viel Zeit. Und ja, einen größeren Traktor kaufen wir. Allerdings nur einen. Weiß ich nicht, ein Deutz oder ein Lamborghini. Weiß ich nicht ganz. Die haben so, ich glaube, der Deutz hat 260 oder so. Und der Lamborghini 220 PS. Kilowatt sind sie ein bisschen weniger. Kilowatt pro Stunde, ja. Das heißt ja heutzutage eigentlich nicht mehr PS. Aber... Das ist ja eigentlich egal. Dann müssen wir schauen, dass wir den Rapsen schnell wegbringen, bevor der wieder sinkt, der Preis. Ja, und wie gesagt, dann kaufen wir uns einen Traktor. Der Mähdrescher bleibt der alte. Und dann haben wir einen Traktor, ein neuer Kipper, der Mähdrescher, die Sämaschine, das war's. Und dann fangen wir an, da anzusehen und das Weizen oder Raps oder je nachdem, was wir da denn sehen, wieder zu verkaufen. Und ich glaube, durch das kriegen wir dann relativ viel Kohle. Und ich glaube, das ist der beste Dings, als die ganze Zeit so rumzuwirken, vor allem mit so kleinen Maschinen. Da wird man heutzutage nicht mehr fertig. Und deshalb machen wir das einfach jetzt so. Und übrigens, ich muss mich mal entschuldigen. Jetzt warte mal. Ich tue jetzt erstmal da die Lautstärke vielleicht noch ein bisschen runterdrehen. Ich muss mich ganz herzlich entschuldigen für die letzten Folgen. Ich habe mir das, ich muss sagen, ich habe mir das nicht genau genug angehört, muss ich fast sagen. Auf jeden Fall ist da die Musik und der Sound vom Spiel, ist der fast ein bisschen zu laut. Da ist jetzt zwar nicht so viel drin, aber ist egal. Ist fast ein bisschen zu laut und man hört mich fast nicht. Und ja, das ist ein bisschen störend, bin ich drauf gekommen. Darum habe ich jetzt gerade die Sounds vom Spiel ein bisschen leiser gedreht. Und ich glaube, das passt so relativ gut. Gut, ja. Außerdem habe ich die Musik weglassen. Mal so, also vorher habe ich die Musik direkt laufen lassen, so jetzt unterm Spielen. Vielleicht haue ich es jetzt noch beim Bearbeiten vom Video, haue ich vielleicht noch eine Musikspur rein. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, so wie ich das vorher gemacht habe, war das auf jeden Fall viel zu laut, einmal die Musik. Und dann hat man mich nicht mehr gut gehört. Deshalb mache ich das jetzt einfach so.
Dem passt die Geschichte, yeah. Ja, und heute gibt es einmal keine Wörter, weil ich weiß ja noch nicht, ob das, euch das gefällt. Ich habe in der letzten Folge eben mir das zweimal angehört, ist irgendwie fast ein bisschen langweilig, muss ich schon sagen. Also ich persönlich finde, ich habe das nicht so gut präsentiert irgendwie. Und ja, aber keine Ahnung, ich bin nicht der Typ, wo ich bin noch nicht wirklich so einfallsreich, ne? Ich lese es dann halt vor und das war's dann aber. Ja, da gehört halt ja mehr Klepp-Pep-Wurst so. Ja! Genau! So Zeug halt. Dann kommt es schon viel geiler rüber. So, und jetzt haben wir schon 24.000. Ich habe mir so ganz ungefähr Pi mal Daumen oder Daumen mal Pi, ist egal, ausgerechnet. Das Feld, wo ungefähr 2 Hektar hat, kostet glaube ich 58.000. Denn der Deutz kostet 229.000. Allerdings der Lamborghini würde nur 195 € kosten. Deshalb tendiere ich zum Lamborghini. Die Sämaschine kostet. Boah, was kostet die Sämaschine? Ich habe es glaube ich gar nicht aufgeschrieben. Oder doch, 52.000 kostet die Sämaschine. Ja, wenn man Feld, wie gesagt, wenn man Feld auch noch kaufen, dann sind wir plus Kipper circa bei 374.000. Und das ist eigentlich schon eine recht große Menge. So, Gerste. Oder einen schlechten Preis. Gerste. Gerste. Ich weiß nicht, vielleicht warten wir da ein bisschen auf bessere Tage. Wäre meines Erachtens fast besser. Wie viel kriegt man für Weizen? Okay, im Moment nicht so viel, da ist der Preis weniger gut. Ja, dann gebe ich das nochmal schnell zurück. Und lass denn die Zeit mal schneller ablaufen. Dabei zeige ich euch einmal, was ich vorhab zu kaufen. So, das ist leer, den Zettel da muss ich noch richten. So, ja. Das heißt, ich habe euch erzählt, dass ich ein bisschen was mit Kühen machen will. Allerdings, erstens einmal brauchen wir ja Stroh auch. Das heißt, wir müssen fast ein bisschen Ackerbau machen. Und Weizen oder Gerste oder sowas anbauen. Dass wir Stroh haben. Ich meine, man braucht es nicht unbedingt, aber schon am besten so. Und darum machen wir das jetzt zuerst. Wäre vielleicht eine Ballenpresse auch gleich mal gut, aber das kann jetzt warten. Dann schauen wir mal da in den Shop rein. Also ich habe mir mal überlegt, da vielleicht noch da einen Case und Mähdrescher zu kaufen. Aber die kosten dann doch ziemlich viel wieder. Und darum habe ich gesagt, machen wir es am Anfang mal mit unserem Standard-Teil da. Denn da ist ja nochmal Traktor 220 PS, 162 Kilowatt pro Stunde. Oder halt Kilowatt. Ja, Kilowatt pro Stunde kann ich jetzt nicht sagen. Schön, der Energie. So, sagt man ja. Energieverbrauch. Scheiße, jetzt was. Ja, die kostet 129. Aber ich glaube, der ist im Moment ausreichend. Oder T6 hat 118 Kilowatt. Schau nicht so schlechte Leistung. Aber ich glaube, wir nehmen den, weil der hat einfach genug Leistung. Und noch ein kleiner Tipp, wenn man jetzt auf Garage gehen würde. Wenn jetzt dort ein Hürlimer
da verkaufen würde, beispielsweise, kriege ich 18.500, liebe Leute. Und jetzt schaut mal gut hin, okay, mein Handy sagt mir gerade, der Akku ist fast leer. Jetzt fahre ich mal. Okay, nehmen wir ein anderes Beispiel, weil den Hürlimann brauche ich noch. Garage, den da jetzt fahre, da kriegen wir 25.500 Euro, wenn wir den jetzt so da drin im Shop quasi verkaufen, da in dem Menü halt. Wenn wir jetzt aber beispielsweise zum Shop fahren, da wo wir das Ganze gekauft haben im Prinzip, da kriegen wir ein bisschen mehr. Und die Frage ist, da habe ich jetzt eine 48% in der Saatgut, aber ich glaube, auf das scheißen wir jetzt einfach mal. Cool wäre natürlich, wenn man so durch das auch mehr kriegt, nicht? Weil ich zahle ja für das Saatgut und wenn ich das dann verkaufe, wenn da ein bisschen Saatgut drin ist, ob ich dann mehr kriege, aber das bezweifle ich ein bisschen. Da kommt ein Auto, schnell, schnell, schnell! Wir haben jetzt übrigens die Blinker belegt. Aha, staunst du, gell? Allerdings habe ich da eine Doppelbelegung drauf beim rechten Blinker. Und zwar das hintere Licht und halt der rechte Blinker eben. Das muss ich noch irgendwie rausmachen. Und jetzt sind wir schon wieder fast bei 12 Minuten. So, jetzt hängen wir die Scheiße mal ab. Die Scheiße da vorne auch. Also was haben wir gesagt? 25.500. Und jetzt sieht man da gleich, da würde ich, wenn ich das da hinbringe und da verkaufe, da direkt verkaufe, kriege ich 30.600, liebe Leute. Das machen wir auch. Da das ist schon ein bisschen wenig, aber mei, 9.000 kriegen wir da. Dann wollte ich jetzt noch schnell die Zeit da ein bisschen höher drehen. Dass wir da gleich mal wegen der Preise schauen können. Was haben wir da eigentlich? Kredit wollte ich noch aufnehmen. Na? Okay, jetzt tun wir das Ganze mal wieder stoppen, weil wir kriegen gerade da gute Preise für Kartoffeln, was ich gesehen habe. Und Zuckerrüben war das, glaube ich. Genau. Und zwar können wir das verkaufen. Zuckerrüben können wir verkaufen. Okay, ich glaube, das verkaufen wir da bei der Reederei. Die Frage ist, wo die Reederei ist. Transport oder Transportfirma. Die Reederei ist da ganz oben. Ich habe da Karte neben mir, falls jemand interessiert. Die Reederei ist da ganz oben. Und die Transportfirma ist da. Ja, das ist ungefähr gleich weit, allerdings glaube ich fast, dass die Transportfirma ein bisschen näher da ist. Das heißt, wir bringen das Ganze zur Transportfirma und da haben wir auch noch einen Traktor. Den können wir auch gleich mal verkaufen. So, 22.200. Und zwar die Transportfirma ist ja, ich kann jetzt gar nicht mit der Maus da zeigen, aber vielleicht könnt ihr das lesen, rechts oben da im Eck steht Transportfirma. So, und was sind jetzt da die Zuckerrüben? Sieht aus wie Kartoffeln. Das sind schon ja Zuckerrüben. Ja, und ich glaube, das sind auch die Zuckerrüben. Okay. Mal, das ist leer jetzt. Was haben wir denn da alles noch im Lager? Also Zuckerrüben haben wir jetzt weg. Hackschnitzel haben wir auch noch, okay. Dann haben wir noch die Kartoffeln. Das Zeug bringen wir jetzt gerade weg. Und dann interessiert mich, wie viel Kredit wir für ein Dings kriegen.
beziehungsweise wie viel Kredit uns die Bank spendiert. Gibt ja da eine gewisse Grenze, ich glaube 200.000 können wir uns ausleihen. Da gibt es dann sicher auch ein bisschen Zinsen drauf. Ach, scheiß handige Ruhe. Also ich denke mal, dass es da ein bisschen Zinsen drauf gibt, dass wir da dann mehr zurückzahlen müssen. Aber ich glaube, das kennt jeder von euch. Ich kenne das noch nicht so gut, ich habe noch nie so wirklich viel damit zu tun gehabt. Ich bin ja auch noch jugendlich. Aber trotzdem. Ja, wenn er keine Schulden hat, weißt du. So. Jetzt müssen wir da rauf und dann links, weißt du. Der ist die 4, muss ich den drücken. Dann sind wir gleich mal da. Und ich hoffe, dass man da auch genug sieht im Video. Weil nach dem Rendern und so ist das oft einmal ein bisschen dunkel. Aber ja, ich will nicht, dass ich jetzt da die Zeit schneller laufen lasse und vor mir ist das Angebot nicht mehr da. Beziehungsweise der Preis für die Kartoffeln. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, die. Wo muss ich holen jetzt gleich mal? Scheiße, das war Scheiße! Fuck it. Boah, können die nicht schnell. Das ist ja irgendwie komisch, dass die nur so langsam fahren, der Verkehr da. So, ich muss da wieder rechts rein, gell? Lass mich da rein, danke. So, und gleich auch mal überholen. Was haben wir da? Da haben wir, glaube ich, auch so Missionen. So, kann ich wieder rüber. Okay. So sieht man die schönen Felder. Wie gesagt, ich habe dann auch noch vor, ein Feld zum Kaufen. Circa 2 Hektar. Ist jedes Feld da gleich neben dem Bauernhof. Feld 29 und 24 gehört eh schon uns und ich habe vor, zum Feld 30 noch kaufen. Dass wir da ein bisschen, ja, gleich ein bisschen mehr zum Tun haben. So, und da müsste jetzt die Transportfirma sein. Oder? Bin ich da richtig? Ich denke mal schon. Ja, das gibt jetzt halt nicht so wahnsinnig viel Geld. Aber immerhin würde ich sagen, besser als gar nichts. So, und jetzt bis nach Hause schaffe ich es noch. Dann ist die Folge eh zu Ende. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, gell? Das frage ich mich aber auch immer. Wieso die Zeit, die Scheit so schnell vergeht? Weil das ist ganz unlogisch eigentlich. Weil wenn man denkt, A minus B ist auch nicht gleich C, oder? Das ist eigentlich ganz unlogisch. Ich schau mal gerade. Was es da alles gibt. Ja, meist für die Reederei, das haben wir schon uns angeschaut. Können da offene Mission ablehnen. Offene Mission. Belohnung. Okay. Ja, nee, das können wir im Moment noch nicht, weil wir keinen Frontlader haben. Aber irgendwann können wir das machen. So, und die holen wir. Oh, scheiße, Blinker. Jetzt. Komm, komm, komm. Fuck! Da müssen wir, glaube ich, zurückziehen. Entschuldigung für die Ausdrücke, aber. Ja, das rutscht einfach manchmal so raus. Jetzt sind wir schon 19 Minuten. 40. Jetzt gebe ich gleich Gas, Mann. Mann! Hau rein, komm. Ja. Ja, und mir ist heute was echt Cooles passiert mit einem Kollegen. Also, wir waren so im McDonald's essen.
Aber das erzähle ich euch anders mal. Und ja, auf jeden Fall richtig cool. Wir haben uns totgelacht. Also ich fast geweint vor lauter Lachen. Boah, du scheiße Handy, Mann. Ich hoffe, das hört man nicht so in der Aufnahme. Das macht auf jeden Fall ungefähr. So, liebe Leute, ich fahre jetzt noch zum Silo. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ja, oder halt nicht bis gleich, aber bis zur nächsten Folge. Ciao.